Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Super Mario Bros. Ja, 93 Stoffe, ja, die Welt 8 ist nun da. Ich bin auch im zweiten Level und nun muss ich nur hier... Ich lasse dich erstmal vorbei. Okay, danke. Jetzt gehe ich hier nämlich hoch. Nein. Jawohl, das wollte ich sehen. Die Lakitosaur muss gehen. Jetzt hole ich mir ein Leben. Geh mir aus dem Weg. Hep. Leben. Danke. Wo war der Pilz? Hier war der Pilz. Jawohl. Hä? Danke. Du sollst den Tag nicht vor dem Abend lohnen. Wie loben? Wie heißt das Sprichwort, oder? Yep. Ich muss da, glaube ich, muss vom Rohr aus einen Anlauf nehmen. Kann ich mir immer wieder das Leben holen? Ist das möglich? Ich hoffe ja. Weil dann kann ich den Level nämlich immer wieder schaffen. Okay, hau ab. Hau ab. Komm her. Danke. So, okay, jetzt habe ich ja genug Ruhe vor dir. Alles klar, man kriegt das Leben immer wieder. Hep. Jips. Okay, danke. Sehr schön. Nice Sache. Das lebe ich. Ja! Badabababa, mit großen Fries drauf. Hä? Hä? Hey. Die Nase juckt. Die juckt eine Nase, der größte Feind. Jedes Spielers. Hä? Okay, wo? Hier brauche ich den Anlauf, richtig. Hä? Hep! Puh! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Sprung reicht. Hä? Hey, 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 hey. Okay, ich habe die Zeit im Blick. Das reicht doch. Das ist doch gut. Das sieht doch fein aus. Und der Lakito zeigt sich bisher auch noch nicht. Jawohl, drei Leben und ich bin groß, ey. Yeah, baby. Puh, okay, ich... Jetzt kommt... Kommt jetzt nochmal ein Untergrundlevel? Nein. Jetzt kommt der Level. Ja, es kommt der Level. Es kommt der Level mit den ganzen Hammerbrüdern. Hä? Hey. Hä? Einfach rennen. Einfach rennen geht nicht immer. Einfach rennen geht nicht immer. Nicht bei dem Level, aber das ist der Level. Das ist der Level. Irgendwo war... Irgendwo hier... Wieso springe ich da schon wieder rein? Bin ich sicher, gab es eine Möglichkeit, den Level neu zu starten? Oder war das eher mit... Na gut, ich meine, das ist auch wieder ein Cheatcode, was ich ja eigentlich verwende. Entschuldigung, ich trinke mal zwischen den Parts, damit meine Stimme geölt bleibt. Also was spricht... Ich versuche mir das wieder recht zu reden, ja? Wenn ich nämlich sage, ich verwende hier schon einen Cheatcode, um immer wieder die Welt neu zu starten. Aber das ist ja was anderes, als wenn ich einen Save State verwende. Oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, damit, da muss ich, muss einfach nicht damit einverstanden sein. Jups. Jups. Und eins, zwei, drei. Dankeschön. Okay, danke, danke. Die Schildkröte, die eingesperrt ist, tötet mich. Ja, also anscheinend war es wirklich so gewesen. Man muss jeden Level von neu starten.
Es gibt keine Zwischenpoints. Entweder ganz oder gar nicht, Schätzchen. So hat's Mama gern. Yep. Jeder da raus. Ab gewissen Grad wird jedes Spiel zu einer großen Herausforderung. Da ist nicht mal mehr Spaß, es ist einfach nur, ich will es endlich schaffen. Bitte lass mich schaffen. Lass mich nicht wieder hier in den Schlaf mich weinen müssen. Hey, hey. Hep, jips. Dann hep. Bremse, hep. Und Turbo. Vollgas schrebern. Chips und Heps. Nicht rein. Da kommt die Säule. Alter, das. Also wenn ich das wirklich schaffen würde, mit den Leben, die mir vorhanden sind, ja, da durchzukommen. Dann wäre ich so stolz, wie schon lange nicht mehr bei dem Spiel. Ich meine, bei dem alten Spiel, wo man halt wirklich... Gut, es gab auch Spiele, da konnte ich ja überhaupt nichts beeinflussen. Da musste es wirklich dann meine Leistung sein, die beweist, dass ich was kann. Leistung, ja. Sich selbst was beweisen müssen, sich anderen was beweisen müssen. Das ist ja schon für eine Bedeutung in der Welt, hä? Warum will man anderen was beweisen? Man Teil dieser Gesellschaft sein möchte. Man will nicht von den anderen hier verlassen werden. Hm? Aber man sollte ja auch denken, hep. Es muss ja auch einem selbst gut dabei gehen, oder? Ja, es muss einem selbst gut bei einer Sache gehen. Und wenn man sich dann zu viel aufhäuft auf den Teller, dann hat man nämlich den Mund voll. Danke. Und dann verschluckt man sich noch dran. Kann natürlich auch passieren, ne? Kann passieren. Das war jetzt, glaube ich, mit drei Leben, oder? Hm. Das heißt, ich kann mir sogar jetzt ein viertes holen. Ey. Ist das nicht schön? Gut, ich lasse dich erstmal vorbei. Ich habe genug Zeit. Danke. Kann hier nämlich deinen Meister, deinen... Danke. Jups. Deinen Lebengeber kann ich hier töten. Oder mein viertes Leben. Alter, da schaut euch das an, dass ich das noch sehe in diesem Level. Ich meine, ich hatte ja mal andere Leben, aber ich hatte keine vier Leben. Keine vier Leben auf einmal. Danke. Ups. Nein. Nix hier. Nö. Heps, auf den Block. Dankeschön. Jips, und weiter geht's. Gut. Sips und hups. Und jetzt hier Anlauf. Herrn Heppa. Ich weiß nicht, ob es die extra Größe ist oder einfach wirklich der Platz. Puh. Nein. Bitte, nein. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich wollte einen kleinen Hüpfer machen. Der ist schlecht. Aber ich kann mir wieder Leben holen. Hey. Das ist doch ganz gut umsetzbar. Ja, ich warte auf dich, Lakito. Ich warte auf dich. Du wirst deinen Schöpfer treffen in den Wolken. Ah, nein. Solange ich hier hoch bin. Oh, ade, ihr schönen vier Leben. Mit nichts mehr draus, ne? Denn jetzt ist die Kandidatur. Oh, ich habe deinen Augapfel berührt. Und ich habe seinen Zeh berührt. Giftige Pilze, ja. Giftige Schildkröten, wo gibt's denn sowas?
Okay. Meine Damen und Herren, ich weiß, was ich vorhin gesagt habe, mit Leistung und mir was beweisen müssen. Aber damit mein Geist es aushält, glaube ich, brauche ich wirklich einen kleinen Safe State, ja, nach jedem Level. Aber dann ist auch wieder die Sache, bin ich dann zufrieden damit? Nein, das ist jetzt eine Zwickmühle. Zum einen will ich beweisen, dass ich was kann. Zum anderen will ich aber auch nicht hier diese cheapen Tricks nutzen. Diese billigen Tricks. Wobei ich ja eigentlich schon einen Trick benutze, indem ich ja die nicht komplett... Da ich ja... Jo gut, ich muss ja jede Welt von Anfang an neu starten. Es ist ja nicht, dass ich jeden Level neu starten kann. Das ist ja nochmal eine andere Sache, oder? Und das ist ja etwas, das es ja im Spiel gibt. Aber das mit den anderen Quick Saves, das gibt's ja nicht. Hep. Danke. Kurz mal das Ohr kratzen. Und hep, und hep, und hep. Danke. Es geht ja. Es geht ja. Es sind halt immer nur diese winzigen Kleinigkeiten, die mir das Leben kosten. Zwei Leben, aber ich kann mir drei Leben holen. Okay, ich lasse dich einfach vorbeihüpfen. Du musst nicht sterben. Du nicht. Genau ins Loch hinein. Das kapiere ich nicht. Sonst läuft er immer nach links. Aber da läuft er nach rechts. Warum? Ja, ich reg mich auf, worüber, in welche Richtung der Starre dir guckt. Da würde er nach links laufen. Oben nach rechts. Wodurch ich nämlich genau in den reinfalle. Alte Spiele sind schwer. Vom Schwierigkeits her, da brauchen die sich nicht hier vor den neuen Spielen, vor den modernen Spielen zu verstecken. Wenn ich das mit Doom Eternal vergleichen würde, ich hab's nie gespielt, hab's aber gesehen und da ist es ja, sag ich mal, auch. Natürlich, das Gameplay ist anders, aber trotz, auch wenn das Gameplay anders ist, kann die Schwierigkeit dennoch gleich sein. Ja gut, da kann man... Im Grunde ist sogar Mario schwerer als Doom Eternal, würde ich sagen, weil ich meine, hier kann man sich nicht heilen. Hier kann man Gegner nicht auf verschiedenste Art und Weise töten. Sondern es geht nur, wenn man auf sie drauf hüpft. Alles andere geht ja nicht. Eieiei. Jeps, der ist sogar noch gestorben durch den Stern. Wunderbar. Aus dem Weg. Hep. Danke. Den Teil schaffe ich jetzt sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Hep, hep, hep und hep. 1, 2, 3, es ist vorbei. Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ja! Drei Leben. Wird besser. Seht ihr, ich kann was. Ich kann was. Geh weg. Bitte, was? Wieso bist du denn jetzt zurückgegangen? Hä? Tot bist du und tot sollst du bleiben. Du Ungetier. Jips. Ich wollte gerade groß werden, aber das war ja ein Leben. Puh. Hä? Okay. Nein, 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 lass mich noch ganz auf dem Pilz. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Reg dich ab, Mann, reg dich ab. Es ist nur ein Spiel. Ein Spiel. Es ist ein Spiel, doch es verlangt sehr viel.
Nächstes Mal mit vier Leben. Naja. Kommst du bitte? Ich habe einen Zeitplan. Und du vermiesst mir den. So, komm zurück. Deine Nachgeburt hat mich getötet. Was für ein Satz aus meinem Munde und das bei Mario. Okay, was sagt die Zeit? Wusche. Oh mein Gott, wie ist das erst, wenn ich dann alles nochmal machen müsste? Also ich glaube, wenn ich mit meiner Seele, wenn ich mir dann einen Kompromiss machen müsste, dann würde ich sagen, wenn ich bei der Burg ankomme, dann mache ich so einen Quicksave, ja? Weil dann habe ich bewiesen, ich kann es schaffen, will aber nicht unnötig hier Stunden meines Lebens aufbrauchen, um dort wieder hinzukommen. Natürlich, ich habe die Leistung, ich habe die Kraft, nur habe ich die Geduld und die Zeit. Oder ist mir die zu schade? Ernsthaft, ja, dieses Spiel, das kriegt eine existenzielle Krise. Der Mann, der hier springt vor lauter Pilzen und Schildkröten. Ist das eine Darbietung der wahren Welt, wo wir uns vor unseren eigenen Sorgen und Ängsten und den Problemen des Alltags hier einfach nur davon hieven wollen in die Luft? Wir wollen fliegen. Aber die Gravitation, die Realität, die zieht uns immer wieder zurück. Wer weiß? Wer weiß? Ob das vielleicht drin war. Man kann in allem etwas Philosophisches sehen. Und diese Pflanzen, die uns beißen, das sind die Zweifel, die an uns nagen. Diese Beatles sind kleine Hindernisse, die wir manchmal zu unser eigen machen. Und sie machen sie zu Problemen anderer. Pilzen, da sterbe ich, wenn ich mitten reinhüpfe. Bei Schildkröten, da tue ich sie beide in ihren Panzer zurückschleudern. Hä? Auch wieder so eine Metapher. Ich schicke sie in ihre Schale zurück. Ich tue die Probleme kurzzeitig ausblenden, aus der Welt schaffen. Nee, aus der Welt schaffen wir ja komplett. Ich tue sie ausblenden. Das ist die Sache. Ja? Aber irgendwann tauchen sie auch wieder auf. Mir rutschen die Kopfhörer aus dem Kopf. Wahrscheinlich, weil mein Gehirn da zur Seite drückt. Jetzt ist es raus. Das will nicht mehr hier sein. Hep, hep, hep. Danke. Hier werden die Münzen auch ein bisschen knapp, habe ich das Gefühl. Und waren das jetzt, habe ich jetzt zwei oder drei Leben? Ich achte schon gar nicht mehr drauf. Ich versuche noch gerade irgendwelche Wörter einfach von mir zu geben, dass ich nicht total in Verzweiflung versinke. Diese Wörter sind meine Rettungsringe. Ey, drei Leben. Ey. Ich werde wirklich besser. Und jetzt muss ich aber nur bei der zweiten Welt besser werden. Nein. Weg. Bei der zweiten Welt, beim zweiten Level. Ach, deshalb hüpft die zurück, weil die hier von dem Starry-Ei hier auf alte andere Wege geführt wird. Weg da. Danke. Schöne Sache. Feine Sache. Los. Und das ist auch wieder so eine Metapher. Man begleitet sein Leben. Das ist mein Sohn. Den begleite ich hier zum ersten Schultag. Damit ich weiß, dass er auch sicher landet und ankommt. Ich habe die Taste zum Springen gedrückt. Aber das Leben sagte sich, nein, nicht schnell genug, mein Freund. Nicht schnell genug. Lauf einfach runter in den Abgrund. Lass mich doch in Frieden. Und irgendwann hat man diese Faxen so, dass man sich selber in das Loch wirft.
Ja, definitiv. Wenn ich zur Burg komme, ich mache einen Quicksave. Egal wie viel Leben ich dann habe, ich mache einen Quicksave. Ich würde nicht mal haben wollen, dass ich alles nochmal von vorne machen muss. Das wäre mir echt zu blöd. Yep. Und jetzt gib mir den Pilz. Lass mir den Pilz. Danke. Mit Ruhe und Schmackes kriegst du alles schier gebacken. Oh. Ja, guck mal an. Moment. Da komme ich. Ist da eine Feuerblume? Nein. Hier ist was. Moment. Jips. Okay, da. Wieso eigentlich die Münzen? Wenn da kein Power-Up ist, dann will ich da weg. Hä? Okay, wieder was geschafft hier. Hui. Okay, ich mach hier einen kleinen Quicksave. Ganz ehrlich, das ist so gut. Ich will es nicht verlieren, ganz ehrlich. Okay. Ich habe einen Safe-State gemacht. Ja, ich gebe es auf und zu. Ich bin schwach. Der Gedanke ist da, aber die Kraft nicht. Nein, ich bin halt nur ein schwaches Menschlein. Und ja, meine Damen und Herren, das ist jetzt, denke ich, ein guter Punkt, diesen Part zu beenden. Also, die Moral von der Geschichte. Ja, man kann sich viel vornehmen, aber irgendwann muss man seine Schwächen einsehen. Und wenn man dann Hilfen hat, sollte man, denke ich, auch versuchen, sie einzunehmen. Sie anzunehmen, ob es nun durch ein Programm ist oder durch eine andere Person, weil bevor man sich selber das Leben schwer macht und man irgendwann anfängt, sich selber zu hassen. keine Sorge, ich übertreibe gerade nur. Mir geht's noch ganz gut, ich bin aber wirklich ein bisschen genervt, ja? Dann sollte man es lieber tun. Und dann kann man auch eher noch die schönen Seiten mehr genießen. Also, wenn Ihnen diese Ausgabe von Super Mario Bros. Gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sind hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.